عليك وعلى Unsere Kanzlerin öffnete die Grenzen unseres Landes, um Millionen von Menschen aus Syrien, wo bis heute unter den Augen der Weltöffentlichkeit ein Massenmörder sein Land ausbluten lässt, Menschen verschwinden lässt, vertreibt und die Lebensgrundlage seiner Bewohner mutwillig zerstört, in unser Land zu lassen. Doch waren es wirklich Millionen von Menschen? Wie viele sind denn eigentlich gekommen, um dem Tod zu entfliehen oder ihren Kindern eine bessere Zukunft zu bieten? 2017 leben hier gerade mal 446 anerkannte Geflüchtete und 227 Menschen, die noch auf eine Entscheidung warten müssen, ob sie weiter hier leben dürfen. Also gar nicht mal so viele Menschen, dafür, dass es uns gut geht und wir christliche und humanistische Werte vertreten. Menschen, die sich um nichtdeutsche Kinder kümmern, die Sprachkurse anbieten, und Menschen, die sehr hart an ihrer Integration arbeiten, unsere Sprache lernen, sich gesellschaftlich einbringen, arabische Läden und Cafés eröffnen, mit Deutschen versuchen ins Gespräch zu kommen, sie zu sich einladen und bereit sind, über ihr Land und ihre Kultur zu sprechen. Eigentlich toll für alle, die neugierig sind und neue Freunde kennenlernen wollen. Doch diese Menschen, die nun neu hier ankamen, sahen anders aus. Frauen mit Kopftuch musste man jetzt nicht mehr suchen. Sie laufen hier frei rum. Die Menschen sprechen eine andere Sprache. Sie gehören dieser absolut fremden Religion an, über die in Deutschland fast durchweg nur negativ berichtet wird. Warum bist du nach Deutschland gekommen? Weil in meinem Heimatland seit 2011 Krieg gibt. Und dort ist das Leben ist sehr schwer geworden und gefährlich. Und deswegen wollte ich dann in Sicherheit also bleiben. Deswegen bin ich nach Deutschland gekommen. Findest du, dass Deutschland ein freies Land ist? Und wenn ja, warum? Also für mich persönlich war Deutschland 50% dann ein freies Land ist. Also ja, ich finde es schon, dass man seine Meinung sagen kann. Und naja, ein freies Leben lebt, aber bei 50%, ich bin mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen und dann, wie ich gehört habe, dass man seine Eltern nach Deutschland bringen kann, wenn er unter 18 ist. Ja, und also das Behörde und beim Jugendamt und das BAMF haben dann so gemacht. Ich habe die Aufenthaltserlaubnis mit 19 Jahren bekommen und so konnte ich dann meine Familie nicht bringen. Ich kann viel nicht machen zum Beispiel. Ich konnte nicht in die Schule, also auf die normale Schule nicht gehen, weil ich die Aufenthaltserlaubnis nicht bekommen habe. Ich muss in Deutschland bleiben. Ja, und dann, also neulich habe ich dann auch gewusst, dass die Behörden also mit selbstbewusst das gemacht haben, damit ich meine Eltern nicht nach Deutschland bringen kann. Ja, aber also trotzdem, ich mag Deutschland. Was bedeutet Freiheit für dich persönlich? Freiheit bedeutet für mich, dass ich einfach jeden Tag das tun, was ich mag, was ich liebe und dass ich meine Meinung sage. Fühlst du dich frei in deiner Umwelt und im täglichen Leben? Früher nicht, also das Jahr 2015, 16 und 17 war nicht, also wie ich gesagt habe, wegen der Aufenthaltserlaubnis, aber als ich dann die bekommen habe, dann habe ich ja, also ich bin zufrieden. Ich konnte dann jetzt zum Beispiel im Urlaub gehen, weil ich jetzt einen Pass habe, ja. Was war das Schönste, was du bis jetzt in Deutschland erlebt hast? Dass ich dann neue Freunde kennengelernt habe und im Theater gespielt. Also ich habe auch Deutsch gelernt, das finde ich dann sehr schön. Ja. Warum bist du nach Deutschland gekommen?
Nach dem Krieg in Syrien habe ich und mein Mann Angst an unser Kind bzw. Sorgen an seine Sicherheit und Zukunft. Deshalb haben wir entschieden, nach Deutschland zu kommen. Findest du, dass Deutschland ein freies Land ist? Und wenn ja, warum? Ja, weil die Mehrheit der Menschen wissen die Rechte von anderen und respektieren, dass jeder hat seine eigene Meinung. Was bedeutet Freiheit für dich persönlich? Freiheit ist für mich persönlich, dass ich kann meine Meinung aussagen und ich kann tragen, was ich will, ich kann arbeiten, was ich will. Fühlst du dich frei in deiner Umwelt und in deinem alltäglichen Leben? Ja, wenn meine Kinder sind gesund hier und gehen in den Kindergarten und sie sprechen gut Deutsch, dann sie fühlen auch wohl hier, dann ich fühle mich frei hier. Was war das Schönste, was du bisher in Deutschland erlebt hast? Erst meine Kinder sind in Sicherheit. Und die zweite ist unser Traum, haben wir verwirklichen. Ich und mein Mann haben wir unsere eigene Café gemacht und das ist. Warum bist du nach Deutschland bzw. nach Meiningen gekommen? Also Meiningen war nicht meine Entscheidung, das war zufällig. Aber ich kam nach Deutschland, ich konnte nicht mehr in Syrien bleiben. Ich musste zum Militär. So zwei Möglichkeiten. Sterben oder jemanden töten. Und beide sind nicht so ideal. So, ich wollte ein anderes Ziel aussuchen. Und Deutschland war mein erstes Ziel. Die Geschichte ist ein bisschen ähnlich. Krieg, Aufbau, friedliche Revolution, DDR, Stasi, Geheimdienst. Und ich wollte von den Leuten hier lernen, wie man sein Land wieder aufbauen kann. Nach echt einem großen, schlimmen Krieg. So, deswegen Deutschland und Meiningen war nur ein Zufall. Was bedeutet Freiheit für dich? Das ist eine große Frage, aber Freiheit, ich finde, das ist am wichtigsten, weil deswegen sind wir am Leben. Wie? Wir sind hier, um Entscheidungen zu treffen. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, ohne Freiheit, unter Zwang oder Druck oder irgendwas, dann bin ich wie eine Maschine, der jemand mich kontrolliert und sagt mir, was ich machen soll. So, ich bin kein Mensch mehr, sondern etwas anders, aber überhaupt nicht mehr ein Mensch. So, wenn der Mensch die Entscheidung selber trifft, das bedeutet Mensch zu sein. Also Freiheit hat große Beziehung mit Menschen. So ohne Freiheit sind wir keine Menschen. So, das ist echt wichtig. Warum findest du, dass Deutschland ein freies Land ist? Also ich konnte viele politische Themen aufmachen, mit Leuten diskutieren. Politik, Religion, Lebensstil und verschiedene Meinungen. Und am wichtigsten, wenn ich merke, es gibt verschiedene politische Parteien und es gibt Konkurrenz und jeder bietet was anderes und es gibt nicht dominante Partei, die alles kontrolliert und alle Gesetze macht, sondern es gibt verschiedene Parteien, verschiedene Zeitungen, Magazins, Sendungen. Also deswegen finde ich, Deutschland ist ein freies Land. Wie frei fühlst du dich?
Ich finde, es ist frei genug. Bis jetzt, es ist frei genug. Natürlich kann ich nicht wählen, aber das ist nicht so schlimm. Vielleicht später, wenn man die Stadtgehörigkeit oder sowas hat. Aber frei, ich konnte heiraten, ich konnte ein Kind haben, ich kann Muslim bleiben, ich kann mich demonstrieren mit anderen Leuten gegen die radikale, wie kann ich das beschreiben oder ausdrücken? Frei genug, finde ich, frei genug. Ich kann viele Sachen machen. Und was ist das Schönste, was du bisher in Deutschland erlebt hast? Eine Familie schon wieder zu haben, nach dem Verlust. Ich habe viele Freunde und Familie, meine Familie verloren. So, ich konnte hier eine Familie gründen. Ich habe meinen Sohn jetzt. Und ich konnte ein politisches Projekt auch machen und ich konnte meine Meinung und über meinen Hintergrund und Biografie einfach ehrlich, ohne Kontrolle, ohne Beschränkung oder Grenze. So, die sind meine zweite Lieblingserfahrungen in Deutschland. Gut, danke. Sehr gerne. Warum bist du nach Deutschland gekommen? Wegen dem Krieg und Freiheit. Weil ich war zuerst in Saudi und dort kann man gut Geld verdienen, aber leider keine Freiheit haben. Ein großes Gefängnis für mich war. Deswegen finde ich, dass ich muss nicht mehr dort bleiben mit meinen Kindern. Meine Kinder muss besser leben haben. Deswegen können wir auch nicht nach Syrien nochmal gehen. Wegen dem Krieg. Deswegen kommen wir hier. Findest du, dass Deutschland ein freies Land ist? Und wenn ja, warum? Ist schwierig, das zu sagen. Manchmal ja, manchmal nicht. Ist ein freies Land. Außerdem, meine Meinung ist die Glauben und Religion. Als muslimische Frau finde ich das nicht. Ich habe keine Freiheit. Ich habe mehr Probleme gehabt wegen mein Kopftuch zum Beispiel. In meiner Arbeit, wenn man kommt und sagt zu meinen Chefin, warum ich arbeite mit einem Kopftuch. Oder wenn man kommt und sagt, warum tragen Sie ein Kopftuch. Deswegen finde ich, dass ich habe keine Freiheit. Nee. Das mein Glauben, meine Religion, muss ich diese. Das ist nicht abhängig von dem Gesetz, weil ich weiß, dass die Grundgesetz in Deutschland, das gewährleistet das. Aber das Problem mit die Leute, die finden das nicht, sie akzeptieren das nicht. Deswegen, manchmal ja, manchmal nicht. Okay, was bedeutet Freiheit für dich persönlich? Persönlich, Freiheit ist, wenn ich sage, was ich will und mache, was ich will. Aber auch wenn das die anderen Leute nicht schlecht für die anderen Leute ist auch. Fühlst du dich frei in deiner Umwelt und in deinem täglichen Leben? Kann ich sagen, ja, manchmal. Nicht immer. Aber kann ich meine Meinung sagen, deswegen. Das für mich ist sehr wichtig. Okay. Aber nicht immer, ja. Was war das Schönste, was du bisher in Deutschland erlebt hast? Die Freiheit, seine Meinung zu sagen und die Sicherheit. Für mich war auch sehr wichtig, dieses Sicherheitsgefühl zu haben. Okay.